Recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge Towns. Und zwar ist das die Nummer 34. Ja, da sind wir drin in unserem kleinen Spiel, wo die Happiness irgendwie wieder nicht nach oben will. Wir haben gerade mal Happiness 18 und ja, ich weiß immer noch nicht, woran es liegt, dass das bei uns so schlecht läuft. Ja, was ist jetzt los hier? Ich kann runterscrollen, aber nicht mehr hoch. Was ist los? Ach so, falsch rum. Alles klar. Ich habe das Scrollrad irgendwie umgedreht. Kann das richtig sein? Ich weiß nicht. Vielleicht ist es auch passend und ich drehe es falsch. Weiß nicht. Maus ist aber richtig rum auf dem Tisch. Gut, okay. Was macht das alles hier? Oh, hier. Na, wird's ja fast schon langsam fertig, ne? Sollten wir vielleicht noch das ein oder andere Teil. Ja, es hat wieder gut geklappt mit der Maus. Da können wir noch was bauen, glaube ich. Ist da irgendwas runtergefallen? Nee. Machen wir so. Das wieder aus. Super. Das geht auch. Da haben wir auch schon. Dann müssen wir da noch mal machen. Das geht auch. Die anderen würden, glaube ich, runterfallen. Das geht definitiv. Und das sollte auch funktionieren. Da ist schon angewählt und da auch. Hm. Läuft irgendwas hier schief, ne? Da muss auch noch einer drauf. Okay. Und der Rest ist schon einigermaßen. Ah, da unten fehlte noch einer. Den haben wir. Gut, läuft aber. Okay, da kommt auch schon einer und baut wieder einen ein. Der ist hier hingekommen. Wollen wir doch mal gerade den noch so bauen. Ja. Damit haben wir das auch getan. Natürlich viele Aufträge noch zu Gange, die wir hier irgendwie nicht hinkriegen. Ich weiß gar nicht, warum hier gar keine Fässer gebaut werden. Ich glaube, wir machen das mal hier so, dass wir das erstmal weglöschen, wenn das denn geht. Tut's auch. Weil das sind ja irgendwie Aufträge, die nicht vorankommen, ne? Hier muss eine Kerze hin, hier müssen überall noch Kerzen hin. Hier müssen wir noch weiter gucken, dass wir das schaffen mit unserem Getreide. Gucken, dass wir das loswerden. Klappen tut das irgendwie auch nicht so richtig, ne? Da habe ich, glaube ich, das Falsche gedrückt. Hä? Ja, hat nicht geklappt, das Abbauen. Das muss doch Cut machen, oder? Hm. Ja, eigentlich will ich nichts verschwenden, aber so wie das hier läuft, muss ich gleich mal einfach abreißen und fertig, ne? Ja, hier ist wieder sofort neu gepflanzt. Verstehe ich jetzt nicht. Aber das muss man bei Towns auch nicht verstehen. Im Forum ist da auch tote Hose angesagt. Da sieht es wohl so aus, als ob der Entwickler sich gar nicht mehr meldet. Das ist auch schade. Spiel ist tot, in Anführungsstrichen.
Hier können wir schon wieder Obst pflanzen. Oh, guck mal, da hat es jetzt doch mal geklappt. Ja, super, da ist es wieder nicht. Da ist es. Da ist es, hat es geklappt. Ja, da ist wieder Neues gepflanzt worden. Schwierig. Da wird umgegraben. Das macht die Happiness. 8, noch weniger. Auch irgendwie welche gestorben. Auch gut. Ja, hier wird weitergebaut. Da fehlt einer, den wollen wir mal gleich da setzen. Da geht es noch nicht weiter. Hier hinten ist schon richtig zugange. Da muss noch einer umgegraben werden, ne? Oder soll da eine Kerze hin? Weiß ich jetzt gar nicht. Ne, der müsste umgegraben werden, oder? Machen wir mal das so. Dann wird er auf jeden Fall umgegraben, oder? Hier wird ja auch schon geerntet für unsere Lebensmittel. Und die sind wie 6 Brote haben wir. Irgendwie ist das Spiel in Pause gerade geraten. Wir haben einen Angriff. Und zwar hier mit so ein paar Leuten. Sollten wir schaffen, oder? Wir haben einen Helden laufen lassen. Hier können wir noch was umgraben. Da auch. Da Cut Wheat. Da wird wieder das aufgebaut. Mal nur gucken, dass sie auch alle gleich passend da sind, wenn der Angriff kommt, ne? Nicht, dass wir drunter leiden. So, da kommt die erste Spinne. Und hier sind so mehrere auf einmal, glaube ich. Da kommen noch mehr, oder? Ne, der holt sich lieber ein Brot und geht was essen, anstatt zu kämpfen. Auch nett. Aber da kommt Nachschub. Ja, ich glaube, der Angriff ist dann durch. Sollte nicht das Problem sein, ne? Ja, alle gestorben, gehe ich mal von aus. Hat gut geklappt. Gut. Hier ist passend. Ja, gut, läuft da. Was haben wir hier noch? Stehen überall Kerzen. Nein, überall nicht. Da hinten fehlen sie auch noch. Das mit den Kerzen scheint ein Problem zu sein. Es werden nicht mehr Kerzen hergestellt. Destroy Stone. Deko. Kerze, Kerze. Hinbauen. Da läuft jemand. Wo läuft er hin? Woanders hin. Der holt einen Stein. Da unten läuft noch einer. Der holt den nächsten Stein wahrscheinlich. Genau so ist es. Okay, da liegen auch noch Steine auf der Erde unterwegs. Könnte man auch aufsammeln. Da liegt ein Stein falsch. Der kommt weg. Das Dach hat geklappt schon. Vielleicht sollten wir noch ein bisschen weiterbauen. Hm.
Na, nicht die Shift-Taste gedrückt, ne? So, passt's. Hier machen wir das auch noch. Passt. So, dann wird da auch wieder dran gearbeitet. Hier ist es passend. Das Dach ist schon zu. Das geht voran. Happiness 12, hier höher als vorhin. Geht so, ne? So, jetzt machen wir eine Harvest-Runde. Und wenn dann da Felder frei sind, dann hat das geklappt. Alles harvesten wir. Kommen auch 1000 Leute. Und das sieht sogar gut aus. Ich glaube, Harvest ist das Richtige. Weil da können wir das wieder umgraben, ne? Aber das machen sie wohl nicht immer, oder wie sehe ich das? Ja, so ein Fehlglaube. Der war wohl noch von vorher da, oder? Ja, überall ist was hingepflanzt worden wieder. Schrecklich. Okay, er bastelt hier gerade rum, oder? Passt. Bei der nächsten Runde machen wir dann halt nicht Harvest, sondern Cut. Okay, da wurde gerade ein Stein gebracht, um das Zimmer zu Ende machen. Acht Happiness wieder. Auch nicht so dolle, ne? Sieht's mit Essen aus? 7 Brote vorhanden. Aber wir können mal den Tisch ein bisschen besser decken, denke ich mal. Wir gucken mal, hier gibt es bestimmt schon wieder Obst, oder? Ja, heute ist Obstdach, voll gesund und so. Und dann ist vielleicht auch die Happiness wieder besser, ne? Ja. Holz wird ja auch geschlagen, das passt also. Hier wird jetzt gerade Obst geerntet, oder? Ja, hier unten ist schon reichlich zugange jemand. Müsste die Happiness ja eigentlich wieder hochgehen, wenn wir so viel Obst haben zum Essen. So, was mich jetzt noch interessiert, ist die Fässer. Warum gingen die Fässer nicht? So, Raw Materials. Raw Food Material. Stell dich jetzt mal da hin. In der Hoffnung, dass das was wird. Aber glaube ich nicht, ne? Steht da, wo das hingestellt werden muss? Nö. Nur, dass man dreimal Holz haben braucht. In der Küche ging's. Warum es hier nicht geht, keine Ahnung. Stockpile. Das war verkehrt. So, jetzt habe ich da Raw Food reingemacht. Ob das so richtig ist, weiß ich nicht. Vielleicht werden die Äpfel da gleich reingelegt. Sieht aber auch nicht so aus. Ah, hier können wir schon wieder. So, Harvest hatten wir, glaube ich. Jetzt machen wir Cut. Und gucken, ob wir einen Cut machen können.
Die holen, glaube ich, gerade Äpfel, kann das sein? Oder ernten sie die sogar noch? Ne, die ernten sie sogar noch. Voll beschäftigt sind die. Irgendwie so ausländische Apfelpflücker. Der muss noch. Und der da auch, ne? Jetzt habe ich sie aber alle. Gut. Hier ist... Oder... Können wir schon wieder hier was machen, ne? Ich glaube, wir sind welche runtergefallen, oder? Ne, doch nicht. Hätte ich jetzt mit gerechnet, ist aber nicht so. 12 Happiness. Ja. Der Held langweilt sich hier drinne. Weiß gar nicht, was er tun soll. Essen wird gerade auch nicht gemacht, aber Brote sind noch 5 da. Also geht. Weil die alle hier beschäftigt sind mit Pflücken. Die pflücken und pflücken und pflücken. Okay, hier ist auch noch was möglich. Ja, müssen wir abwarten, ne? Was da so weiter passiert. Gut, aber ich würde sagen, für die Folge soll es wieder reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann, tschüss.